Es ist ein Fall, der Polizei und Öffentlichkeit fast 2 Jahrzehnte lang in Atem hält. Über 40 minderjährige Jungen werden missbraucht, 3 von ihnen ermordet. Zahlreiche Kinder berichten von einem Phantom, einem Mann mit schwarzer Maske, der sich nachts an ihre Betten schleicht und sich an ihnen vergeht. Lange bringen die Ermittelnden die Taten nicht zusammen. Die meisten Menschen, die Kinder sexuell missbrauchen, töten diese nicht. Insofern ist dieser Fall etwas Besonderes. Erst im Jahr 2011 wird der Mörder mit der Maske gefasst. Es ist der damals 40-jährige Martin N. Er führt über 19 Jahre ein Doppelleben. Wie ist das psychologisch zu erklären? Martin N. wird im Dezember 1970 in Bremen geboren. Seine Eltern lassen sich scheiden, als er 3 Jahre alt ist. N. ist ein schüchternes Kind, ein Außenseiter und Einzelgänger, der zurückgezogen mit seinen Brüdern bei der Mutter aufwächst. Schon früh reizen ihn kleinere Jungs sexuell. Später sagt er, dass er nicht wollte, dass seine Neigung bemerkt wird. Deshalb habe er gelernt, sich abzukapseln. Martin N. ist Kernpädophil. Das bedeutet, seine sexuellen Bedürfnisse, aber auch seine emotionalen Bedürfnisse nach Nähe sind ausgerichtet auf Kinder vor Beginn der Pubertät. In seinem Fall auf Jungen. Anfangs hoffen viele dieser Menschen, dass ihr Interesse an jüngeren Kindern vielleicht im Laufe ihrer weiteren Entwicklung vergehen wird, dass sie auch anfangen werden, andere Menschen interessant zu finden. Wenn sie aber älter werden, ins Erwachsenenalter kommen und bemerken, dass ihre Fantasien sich nicht verändern und weiterhin fixiert bleiben auf vorpubertäre Kinder, dann ist das häufig für sie selbst auch sehr schwierig zu akzeptieren. Sie schämen sich häufig, wissen nicht, mit wem sie sprechen sollen. Und genau diese Entwicklung sehen wir auch im Fall von Martin N. 1992 hört die Polizei das erste Mal von einem schwarz gekleideten Mann mit Maske. N. dringt in ein Kinderheim in Heppstedt ein. Doch er wird überrascht und flüchtet unerkannt. Zu einem späteren Zeitpunkt kommt er wieder. Er will einen 11-jährigen Jungen belästigen. Doch auch dieser Versuch scheitert. Der Junge wehrt sich. Die Beinerentdeckungen halten Martin N. jedoch nicht ab. Wenige Wochen später versucht er in Badenstedt einen 13-Jährigen zu missbrauchen. Auch ein weiterer Versuch im 40 Kilometer entfernten Schullandheim Kluvenhagen scheitert. N. wird während der Tat entdeckt, kann wieder unerkannt flüchten. Immer wieder taucht der Mann mit der Maske in Heimen auf. Bei der Polizei häufen sich die Aussagen von Kindern über einen großen, schwarz gekleideten Mann. Doch die Ermittelnden glauben nicht an ein Phantom. Es gibt keine weiteren Spuren. Das Vorgehen von Martin N. unterschied sich wesentlich von dem eher typischen Vorgehen, Kinder im nahen Umfeld zu manipulieren. Er suchte Kinder auf, die ihm unbekannt waren. Wenn die Kinder morgens etwas berichten würden von einem schwarzen Mann, der sie anfasste, dann würden in einigen der Fälle die Erwachsenen möglicherweise von einem Albtraum ausgehen und gar nicht verstehen, dass wirklich eine Missbrauchshandlung begangen wurde. Zu dieser Zeit arbeitet N. auch ab und an als Betreuer von Kindern in Ferien- oder Schullandheim. Doch die Kinder hier lässt er den späteren Ermittlungen zufolge vorerst in Ruhe. Seine Opfer sucht er auf nächtlichen Streifzügen in weiter entfernten Orten. Menschen mit dieser Kernpädophilie sagen oft, dass sie sich unter Kindern wie sie selbst fühlen können, dass sie sich wohlfühlen, wohler als unter Erwachsenen. Und deswegen neigen sie dazu, die Nähe zu Kindern auch außerhalb der Missbrauchstaten zu suchen. In seinem Fall hat er entschieden, seine Bedürfnisse aufzuteilen. Und das ist ungewöhnlich. Er hat das Bedürfnis nach Nähe im Alltag durch seine beruflichen Aktivitäten sich erfüllen können, hat dort allerdings versucht, nicht durch sexuelle Übergriffe aufzufallen. Die sexuellen Bedürfnisse hat er dann auf die andere Art ausgelebt als Maskenmann. Bei den Übergriffen ist sein Vorgehen immer gleich. Später äußert sich der Leiter der Sonderkommission zum Tathergang. Er hat versucht, Jungen zum Aufstehen zu bewegen, zu einer Ortsverlagerung im Schullandheim irgendwo zur Toilette zu gehen oder mit ihm mitzukommen und hat in einige Opfer auch sexuell missbraucht. Die nächtlichen Besuche von Martin N. sind gewagt und scheitern oft. Immer wieder steht der sogenannte Maskenmann kurz vor der Entdeckung. Warum geht er das Risiko ein? Am Anfang seiner Tatentwicklung stand sicherlich das sehr starke Bedürfnis, die sexuellen Fantasien in die Tat umsetzen zu können. Er überlegte, wie er das tun könnte und entschied, dass sich zu maskieren und Kinder anzufassen in einem Rahmen,
indem sie ihn nicht so leicht wiedererkennen könnten, zunächst einmal eine Möglichkeit darstellte. Er kannte ja auch solche Örtlichkeiten wie Schullandheime aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit. Das war wahrscheinlich auch ein Aspekt, der ihn selbst sicher darin machte, zu wissen, wie man sich dort bewegen kann nachts. Als er merkte, dass er dann nach einer, nach zwei, nach drei Taten immer weiter unentdeckt bleiben konnte, das machte ihn zunehmend selbstsicherer. Es bleibt nicht bei den Missbräuchen. Am 31. März 1992 entführt Martin N. den 13-jährigen Stefan J. aus einem Internat in Schesel. 5 Wochen später wird die Leiche des Jungen, 30 Kilometer entfernt, in einem Wald gefunden. Stefan J. wurde erwürgt, sein Unterkörper entkleidet. Die Polizei findet keine Spuren oder Anhaltspunkte, die zu einem Täter führen könnten. Die meisten Menschen, die Kinder sexuell missbrauchen, töten diese nicht. Insofern ist dieser Fall etwas Besonderes. Martin N. gab an, ein wesentlicher Aspekt, warum er Stefan J. getötet habe, sei der gewesen, dass Stefan J. sein Kennzeichen gesehen habe. Er wollte also unbedingt verhindern, dass diese Tat entdeckt und ihm zugeordnet werden könnte. Dabei hatte er weniger Angst davor, was juristisch die Folge sein würde, sondern er hatte sehr große Angst davor, dass seine Mutter erfahren könnte, dass er Kinder missbraucht. Menschen, die Kinder missbrauchen, wissen, dass ihre Taten und dadurch auch sie nicht nur Entsetzen auslösen, sondern von der Gesellschaft extrem geächtet werden. Und immer wieder, wenn ich mit solchen Menschen arbeite, sagen sie, dass eben die Vorstellung, ihre engsten Angehörigen könnten erfahren, dass sie so etwas getan haben, für sie eine der schlimmsten Vorstellungen ist, die sie überhaupt haben könnten. Von der Polizei unentdeckt macht Martin N. weiter. 3 Jahre später, in der Nacht zum 24. Juli 1995, verschwindet Dennis R. aus einem Zeltlager in Selkanoa. Die Leiche des 8-Jährigen wird 2 Wochen später von Touristen in Dänemark in einer Sanddüne gefunden. Auch Dennis R. ist halb entkleidet. Obwohl es Parallelen zum Mord an Stefan J. gibt, glaubt die Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht an einen Zusammenhang der Fälle, da es keine Beweise oder Spuren gibt. Erst 6 Jahre nach dem Mord an Dennis R. wendet sich das Blatt. Am 5. September 2001 entführt Martin N. den 9 Jahre alten Dennis K. aus einem Schullandheim in Wuhlsbüttel. 2 Wochen später finden Pilzsammler die Leiche des fast unbekleideten Kindes, 40 Kilometer vom Schullandheim entfernt, in einem Gebüsch. Jetzt verknüpft die Polizei die Parallelen zwischen den Morden. Alle 3 Jungs waren nur halb bekleidet und die Auffindesituationen ähneln sich. Die Soko Dennis entsteht. Auch Hinweisen nach dem sogenannten Maskenmann wird nun nachgegangen. 3-mal mordet Martin N. innerhalb von 9 Jahren. Parallel sucht er nachts weiter Jungen in Heim- und Zeltlagern auf. Er dringt inzwischen auch in Privathäuser ein. Fühlt er sich unantastbar? Martin N. machte immer wieder die Erfahrung, dass er in Schullandheimen in der Lage dazu war, Kinder in Zimmern, wo sogar andere Kinder schliefen, auf eine Art zu manipulieren, dass sie nicht schrien und er Missbrauch an ihnen durchführen konnte. Aufgrund dieser Erfahrung wurde er immer selbstsicherer und traute sich dann auch zu, Kinder sogar in Privathäusern in ihren eigenen Kinderzimmern zu missbrauchen. Tagsüber ist Martin N. ein unauffälliger Mann. Er hat studiert Mathematik, Physik und Pädagogik und arbeitet als Jugendbetreuer auf Ferienfreizeiten und in der Erwachsenenbildung. Seit 1996 kümmert er sich sogar um ein Pflegekind, dem er nach eigener Aussage des Jungen nie etwas angetan habe. Doch in der Nacht missbraucht und tötet er Kinder. Martin N. führt ein Doppelleben. Wie hält er diesen Zwiespalt über 19 Jahre aus? Für einen Täter wie ihn ist das kein Widerspruch. Denn all diese Facetten, die er in unterschiedlichen Kontexten auslebt, gehören zu ihm. Und er hat irgendwann in seinem Leben erkannt, dass er einen Teil seiner Bedürfnisse verbergen muss. Dafür hat er einen Weg gefunden, nämlich seine Nächte als Maskenmann. Er kann tagsüber genauso ein normaler Kollege sein am Arbeitsplatz, wie es anderen Menschen möglich ist, abends auf einer Party Spaß zu haben mit Freunden und tagsüber im Büro wiederum ganz anders aufzutreten. Erst 10 Jahre nach dem 3. Mord, am 13. April 2011, wird Martin N. verhaftet. Nach einem Fahndungsaufruf erinnert sich ein früheres Opfer an den maskierten Täter. Martin N. lernt ihn als Betreuer bei einer Ferienfreizeit kennen. Dort überredet er den Jungen dazu, eine Skizze seiner Wohnung zu zeichnen. Wochen später überfällt er den Jungen im Schlaf. 16 Jahre nach dem Vorfall geht der Mann zur Polizei. N.'s zunehmende Selbstsicherheit wurde ihm letztendlich zum Verhängnis. Bei den Vernehmungen der Polizei gibt Martin N. die Morde an Stefan J., Dennis R. und Dennis K. zu.
Er gesteht auch, weitere Kinder missbraucht zu haben. Offenbar war es für Martin N. in der Situation, in der er dann endlich sagen konnte, was er getan hat, eine Erleichterung. Und das ist etwas, was manche Täter berichten, dass sie in dem Moment, wo sie darüber sprechen können, spüren, dass sozusagen etwas von ihnen abfällt. Etwas, was sie sehr lange eben in sich zurückgehalten haben. Und das kann in diesem Augenblick für diese Menschen befreiend sein. Martin N. muss sich wegen dreifachen Mordes und sexuellem Missbrauch in mindestens 20 Fällen vor dem Landgericht Stade verantworten. Am 10. Oktober 2011 beginnt die Verhandlung. Der Angeklagte zeigt sich teilnahmslos. Ein psychologischer Gutachter bescheinigt Martin N. eine pädophile Störung, aber auch die volle Schuldfähigkeit. Zudem sei N. rückfallgefährdet. Am 27. Februar 2012 verkündet der Richter das Urteil. N. bekommt eine lebenslange Haftstrafe. In der Urteilsbegründung spricht das Gericht von einer besonderen Schwere der Schuld. Der Fall des Maskenmanns hat viele Menschen besonders bewegt, weil es unvorstellbar erschien, dass jemand über lange Zeiträume solche Taten begehen kann und im Alltag völlig unauffällig mit Menschen Beziehungen gestalten kann und sogar als positiv wahrgenommen wird. Es ist wichtig zu wissen, dass man Menschen niemals ansehen kann, wozu sie in der Lage sind, und dass gerade Menschen, die schwere Straftaten begehen, sich im Alltag verhalten können wie alle anderen. Im Jahr 2021, 9 Jahre nach dem Urteil, kommt der sogenannte Maskenmann erneut in die Schlagzeilen. Er wird verdächtigt, im Jahr 2004 den Mord an einem französischen Jungen in der Bretagne begangen zu haben. N. wird nach Frankreich ausgeliefert. Doch die Indizien sind unzureichend. Er wird wieder nach Deutschland überstellt und sitzt weiterhin in Haft. Wenn du Opfer sexualisierter Gewalt geworden sein solltest, bist du nicht allein. Es gibt Menschen und Organisationen, die dir helfen können. Wir haben sie dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn du darüber sprechen möchtest, schreib es uns gern unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du dir noch einen Fall von uns anschaust. Und ich empfehle dir auch die Recherche von Steuerung F. Es geht darin um pädokriminelle Foren und die Frage, warum die Fotos dort nicht gelöscht werden.